Sarah kann's, Jamie kann's, Alfons kann's, Johann kann's, Tim kann's und ich kann's jetzt auch. Kürbiscremesuppe, Lachsforelle, Käsespätzle, Bohnensalat, Blumenkohl, Kohlrouladen, Ratatouille, Linsensalat, Erbseneintopf, alles was ihr wollt. Also eine gute Bolognese, da würde ich als halber Italiener jedenfalls sagen, mindestens 24 Stunden knallhart durchkochen lassen. In einem Kochbuch sind alle Basics drin, aber wenn ich mal was Besonderes für meine Freunde zum Beispiel machen möchte, dann finde ich da drin auch Bœuf Bourguignon. Ja, in den meisten Kochbüchern sieht man perfekte Gerichte, die auf dem Teller angerichtet sind und ich bin dann immer danach ein bisschen frustriert, weil mein Gericht dann überhaupt nicht so aussieht. Jetzt hier in dem Kochbuch, da werden wirklich die einzelnen Schritte anhand von Fotos auch gezeigt und das bringt mir viel mehr, also da weiß ich dann, was ich machen muss. Ziemlich gut finde ich auch diese Infodrop. Geschichte. Bei Schnitzel steht zum Beispiel in diesen Infodrops drin, dass das Fett richtig heiß sein muss, damit das Fett nicht in die Panade eindringen kann. So wird das Schnitzel dann letztendlich auch schön luftig. Lecker. Tja, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Typen vom Pizzaservice flirten, weil es bei mir jetzt einfach besser schmeckt. Gut gekocht. Das Grundkochbuch. Es zeigt Ihnen, was wirklich wichtig ist und hilft da, wo Sie andere Kochbücher im Stich lassen. Neben den Grundrezepten und grundlegenden Kochtechniken sorgen viele verschiedene Varianten für noch mehr Abwechslung. Die Infodrops verraten Ihnen weitere wichtige Tipps und Tricks. Gut gekocht! Wir lieben Kochen!